there is a body. In einer Art Pavillon aus weißem Holz, völlig unscheinbar umgeben von einer Schneelandschaft, befindet sich ein tiefes Loch. Hier vereinfacht als Brunnen erzählt, in welchem vor über 100 Jahren ein Kind hineinfiel. Für eine Necrophonic Geisterbox Session findet sich YouTuberin Rachel G. mit Begleitung an diesem sagenumwobenen Ort ein. Was finden Sie neben den Geisterbox-Antworten? Es wartet Unheimliches auf uns. Nobody should be here in this hole. That's why it's blocked off. That's why we shouldn't be here, but here we are. I think it's a death situation. So, no, it absolutely is a death situation. The story is, apparently, a young child back in the 1900s fell in here and died. Is that any sort of marker to the kid? But to explain what we got here first is that headstone, you moved it. You took it off the top. I did, because I knew what was under it. You know me and the morbid, I have to see that literally somebody died in here. There is a body. Well, they're probably not anymore, but it's bones. A body in the bottom. Look, no, I'm sure they probably can't even see the bottom. Here. Let me turn my light on. You can see. Actually, it shows up pretty good on camera here. There is something at the bottom of that freaking well. Direkt schon zu Beginn des Videos filmen sie in die Tiefen des Brunnens. Ein tragischer Unfall fand dort damals statt. Sehen wir am Abgrund die Augen einer verstorbenen Seele oder handelt es sich hier nur um eine fälschliche Reflexion eines Gesteins? Wer weiß, vielleicht Alberto Zweistein. Eine Zuschauerin schreibt, dass sie ein kratzendes Flüstern an zwei Stellen im Video höre, doch sie sich nicht sicher sei, ob diese auch von der Begleitung stammen könnte. Rachel reagiert ebenso verblüfft. Sind das Geräusche im Zusammenhang mit dem Brunnenunfall? When I look in there, I feel like I want to fall in. Maybe that's how it happened. Well, a kid would be interested. Did you hear that? Now it's this, which is fine, but... Ich habe nun beide Stellen ohne Ambiente abgespielt, sodass man bessere Schlüsse daraus ziehen kann. Was meint ihr? Stammt diese Art von Geflüster von den Freundinnen oder aus einer gar ganz anderen Welt? Angenommen, eine Seele oder mehrere haften noch an diesem Ort. Die weißen zwei Punkte in den Tiefen des Lochs sind Augen aus einer anderen Welt. Und das Flüstern bzw. die Atemgeräusche stammen nicht von einer anwesenden Person aus dem Video. Dann haben wir hier wahrlich interessante und gruselige Funde. Ich denke, wie schon gesagt, dass es sich bei den weißen Punkten um Gesteinsreflexion handeln kann und die Geräusche eventuell natürlichen Ursprungs sind. Doch zu letzterem scheint Rachel G. selber nicht sicher. Ich lasse also euch mal wieder die Richter spielen. Viel Spaß! CTV ist auf eine Untersuchung in einer verschneiten Umgebung. Wir sehen einen düsteren Ort. Der Boden ist in Schnee gehüllt. Folgendes Videomaterial ist leider recht dunkel, doch ihr werdet in der Lage sein, die Gestalt und seine Bewegungen genauestens zu erkennen und zu verfolgen. Aus der ganzen Untersuchung gibt es diese eine Sichtung, die sich wohl jedes Ghost Hunter Team wünscht. Schauen wir mal, um was es sich handelt. When we were finishing up the Yesno Prism, the sun started to rise, so obviously that's the end of our investigation, but even though it got quiet there towards the end, and it was quiet in the beginning a little bit, we weren't getting a whole lot, that one moment we captured on the bridge was worth
everything we've been doing for the past few years. This is what every single paranormal team out there dreams of capturing. We've gotten a lot of good things in the past, but this is like a full body apparition. This was worth every single second of that investigation, that one moment. And that's all it is sometimes. It's one moment. After hours and hours and hours of nothing, a split 2 seconds made the whole trip worth it. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude, what is that? Oh, bro, it's moving. What the fuck is that? Oh my God. Dude. What the fuck, bro? Wir sehen eindeutig eine schwarze Schattenfigur, die eine Brücke überquert. Man kann gut erkennen, dass die Präsenz Beine hat. Die Größe passt vom Augenmaß her auch zu der eines Menschen. Im Off sprechen die Untersucher über diesen wünschenswerten einen Fund, den man sich als Ghost Hunter Team, wie schon gesagt, nur so ersehnt. Sie spielen die Aufnahme ab. Und wie wir hören, sind die Untersucher selber sehr geschockt von dem, was sie da eingefangen haben. Ist diese geheimnisvolle Unerklärlichkeit ein Gespenst? Ein Schneegeist, der sich am Ende des Untersuchungsvideos zeigt? Nun frage ich mich, warum die gezeigte Sequenz so eingeblendet wurde, so mittendrin. Denn man sieht nicht, wie diese schwarze Figur im Bild erscheint oder woher sie kommt. Ich kann euch nicht sagen, ob die Gestalt sich wie ein Schatten dort einfand, ohne Bildung eines Gegenstands, das dafür sorgt. Oder ob der Schatten schon von einer gewissen Richtung ins Bild einkehrte. Man könnte unterstellen, dass sie jemanden in Schwarz gekleidet hingestellt haben, der diese Szene schauspielern soll. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde gerne die Sekunden vor der eingeblendeten Sequenz sehen, um einen Fake auszuschließen. Leider weiß man bei Geistervideos nie so recht, warum dies und jenes so dargestellt wurde und wie es zustande kam. Eine Geistererscheinung in Schattenform ist nicht unüblich und somit kann ich auch vermuten, dass die Aufnahme echt ist. Was meint ihr? Wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat und du mich kostenlos unterstützen möchtest, dann würde ich mich über Support in Form von einem Like und einem Abo bei Interesse für mehr sehr freuen. Jetzt geht's weiter. Original Fuzzy to Legit lässt einige Menschen auf TikTok mit seinen paranormalen Erlebnissen staunen. Er ist alleine im Wohnzimmer mit seinem Hund. Man wundert sich herbe über das, was wir auf Kamera miterleben dürfen. Whoa. What in the fuck? What in the fuck? Who the fuck is back there? Okay, he's gonna hold it? Like, what the fuck, man? What in the hell is going on? Funny.
You hear him, Layla. That's not funny. It's not funny. You're not, no. Get, you need to go. You need to go. You need to go, like right now. Zum Anfang hin fängt alles mit dem Vorhang an. Der Filmer wirkt verwundert und muss schließlich alleine sein, um anzunehmen, dass dies ein Geist sein könnte. Denn man sieht niemand. Keine Hand, die diesen Vorhang bewegt oder bewegen könnte. Ein dünner Faden und jemand, der sich hinter dem Vorhang versteckt, könnte für diese Unerklärlichkeit doch eine Erklärung herstellen. Doch diese Aktivität wird getoppt. In einem weiteren TikTok fangen Lichter zu flackern an. Ein so ziemlich typisches Geisterverfahren, welches man kennt und auch nicht schwer nachzustellen ist. Das Klicken von Lichtschaltern bleibt jedoch aus. Wiederum kann ein Smart Home oder doch ein Geist das Geheimnis lüften. Was vermutet ihr? Wir sehen wieder das Wohnzimmer und diesmal setzt sich das Gemälde an der Wand in Bewegung. Wer oder was war das? Der Filmer fordert den ungesehenen Gast dazu auf zu gehen. Sie schwingt das Gemälde auch nicht allzu lang. Trotzdem bleibt die Frage, wer oder was es überhaupt zum Schwingen gebracht hat. Hat Fuzzy wirklich einen Geist zu Gast? Bändelchen in der Küche schwingt schwer erklärlich in der Luft und erzeugt Töne, doch niemand ist dort zu sehen. Inmitten des TikToks geht der Küchenschrank auf und man weiß nicht von wem. Vielleicht hat er ja Hunger. Der Spuk bei Fuzzy geht also weiter. Ist er in der Lage, den Besucher ersichtlich zu fassen? Er bekommt etwas von einem Zuschauer zugesandt. Tatsächlich fing er etwas auf Fotos ein. Man kann zwei verschiedene Szenarien sehen. Einmal die bekannte Fernsehecke. Hier sehen wir eine Art blauen Dunst. Die Dunst oder die Manifestation einer Seele vielleicht? Zur Hintertür gewandt darf man noch etwas beobachten. Die Bilder sind nur sehr, sehr schwach belichtet, weswegen ich schlecht sagen oder herausdeuten kann, was das genau sein soll. Allenfalls ist etwas zu erkennen. Die Clips sind interessant. Anfänglich geschehen bekannte paranormale Phänomene, die man auch mit ein paar Tricks nachstellen könnte. Hinter dem Vorhang ist zwar niemand unmittelbar zu sehen. Für meine Begriffe wurden im Moment zu wenige Winkel dafür durchleuchtet, um auf genaueres zu schließen. Das Lichtflackern ist bei Echtheit doch schon ein guter Indiz für paranormale Aktivitäten, wie ich finde. Das Wackelgemälde und Bändchen, als auch der sich wie von Geisterhand öffnende Küchenschrank, sind weitere Hinweise, dass die Schnappschüsse am Ende gezeigt doch vielleicht uns Geister zeigen. Was meint ihr? Nicht mehr als zwei Katzen im Zimmer. Niemand ist da, um derartiges zu erzeugen, außer wir ziehen Geister in Erwägung.
Mehr Bildmaterial von Rauch in der Nacht. Obwohl alle schliefen, schreibt der Poster auf Reddit in die Caption. Wir sehen, wie schon gesagt, lediglich zwei Katzen. Eine schwarze Katze auf der Couch und eine helle Katze auf einem Katzenbaum. Und, oh Wunder, keine von beiden raucht. Skeptiker hassen diesen Trick. Wie man aus der Caption entnehmen darf, passiert das Phänomen nicht zum ersten Mal. Wir sehen Rauch oder Nebel, wie von einer E-Ziggy. Jedoch sollen alle am Schlafen sein. Glauben wir das? Nach der Uhr ist es kurz vor eins. Und ich würde mir nicht extra die Mühe machen, ein paar kritische Geisterforscher im Internet hinters Licht zu führen. Dafür müsse man sich so dünn zwischen Kamera und Wand stellen und still und heimlich an der nikotinreichen Nebelmaschine sich bedienen. Können sich Geister in so einer Nebelform zeigen? Ich sehe es zwar nicht häufig, doch oft genug, dass es sein kann. Glauben wir dem Poster, dass alle schliefen, dann ist es immerhin sehr fragwürdig, wie dieser Nebel im Raum entstand. Eine Option, die mir einfällt, wäre es noch, dass eine andere Videodatei transparent über dieser CCTV-Aufnahme liegt. Meiner Meinung nach ist es schon bizarr, wie dieser Nebel auftaucht. Doch ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Was denkt ihr darüber? Im Laufe der Zeit entwickeln wir uns als Menschen in verschiedenste Richtungen. Doch eines haben wir alle gemein. Wir waren einst wehrlose kleine Kinder. Im Alter Erinnerungen aus den ersten Lebensmonaten zurückrufen zu können, gleicht einem Wunder. Könnt ihr euch sicher sein, dass neben Mama, Papa und anderen Verwandten oder Freunden nicht nochmal jemand bei euch war? Das Bild ist schwarz-weiß. Man sieht ein kleines Kind im Gitterbett schlafen. Für wenige Sekunden sieht man vor der Linse etwas leuchten, was genauso die Reflexion einer Spinne sein kann. Das wäre für mich schon ein Grund, schnell laufen zu lernen. Die Kamera dreht nach links. Im Vorbeiziehen sieht man für den Hauch einer Sekunde etwas, das man sich nicht so leicht erklären kann. Jemand oder etwas, wie in einem weißen Bettlaken gehüllt, das sich jedoch mit dem Weiterdrehen der Kamera auflöst. Wie man oben links ablesen kann, ist halb eins. Geisterstunde. Bekräftigt das die Möglichkeit, dass es sich rechts um einen Geist handelt? Ich meine, dass man zu wenig in diesem Moment erkennen kann. Das Drehen der Kamera spielt eher weniger in unsere Karten, um den Spuk auf den Grund zu gehen. Dazu fehlen weitere Umstände. Wie kam man auf diese Stelle? Wie wurde man darauf aufmerksam? Ich vermute, dass wie bauüblich ein Scan die Eltern alarmierte. Eventuell handelt es sich genauso um eine Missinterpretation, der Kontextarmut und der Videoqualität geschuldet. Für meine Begriffe fehlen hier zu viele Hintergrundinformationen, um auf eine tendenziell eher echte Geisteraufnahme zu schließen. Was meint ihr? I think it's a death situation. There is something at the bottom of that freaking well. Für eure Zeit und ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen. Wir sehen und hören uns sehr bald wieder. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin.